Bonjour YouTube und willkommen auf C'est la vie de Flo! Gestern war Wursttag bei Edeka, so ich bin nach Edeka gegangen mit meinem Sohn, weil wir brauchten Wurst. So ich habe Wurst gekauft und ein paar andere Dinge und ich wollte es gerne mit euch teilen. So, zuerst, ich werde die Preise hier oben schreiben und hier da wird eine Keto-Ampel. Es ist meiner Meinung nach, weil ich esse Keto und meine Familie ist gar nicht Keto. Und ich möchte gerne an Leute sagen, was ich habe gekauft, also was Keto ist und was nicht Keto ist. Weil ja, es gibt Produkte, was ich kaufe, die gar nicht Keto sind. Wie gesagt, meine Familie ist nicht Keto. So, falls es grün ist, perfekt mit Keto. Falls es gelb ist, dann ist es so lala, vielleicht eine Zutat drin ist nicht so toll oder vielleicht sollte nur in Maßen gegessen sein. Falls es rot ist, gar nicht gut mit Keto, wirklich nicht für mich, es ist mehr für die Reste meiner Familie. Wir fangen jetzt an mit tiefgefrorenen Produkten. Also die Packungen sind ein bisschen geschädigt, einfach weil, also jetzt gibt es Baguette, wo die Packungen sind geschädigt, weil ich sollte es ein bisschen pushen in mein Tiefkühlschrank. Und dann es gibt die Packung von Pizza und ich habe jetzt nur die Packung. Die Pizza sind in meinem Tiefkühlschrank alleine, weil es nimmt weniger Platz. So, zuerst, ich habe zweimal Alberto Salami gekauft. Es war eine Rabatt, genau diese Woche, 88 Cent pro Stück. So, deswegen habe ich drei genommen und ich habe Jambon gefunden. So, ja, das ist sicher für meinen Mann. Dann, es war auch eine Rabatt auf Pizza, deswegen habe ich 6 gekauft. Ich denke, es war 1,59 Euro. So, zuerst, ich habe die Boston Pizza gekauft. Mein Mann hat es schon gestern gegessen, er hat die Hälfte schon davon gegessen. Er liebt es, weil es ist mit Spinat. Spinat ist gar nicht mein Ding. Dann, ich habe eben den Sydney gekauft, das ist mit Hähnchenfleisch. Und dann immer noch als Big Pizza, so oh, Big City Pizza. Ich habe die Budapest. Ich weiß, er mag die Budapest. Ich habe die Sydney genommen, auch wenn er es nicht, keine große Fan, also er ist okay damit. Es ist nur, er ist nicht so eine große Fan von Hähnchen auf Pizza, aber ich dachte mir, hey, das macht was anders. Und dann, ich habe 3 kleinere Pizza auch genommen. Die werden auch 1,59 Euro, habe ich, kann mich gut erinnern. Aber die werden alle derselbe Preis. So, hier, ich habe die Backfrische 5 Käse. Oder 1,79. Mal sehen. Hier, ich habe die Backfrische mit Hähnchen. So normal mit Hähnchen, aber weil ich finde die interessant, weil es gibt auch normale, gibt es Spinat auch dazu. Und wie gesagt, mein Mann liebt Spinat. Und dann die Backfrische Salami. Einfach so. Gut, das ist jetzt alles für meine tiefgefrorene Produkte. Wir machen jetzt weiter mit meinen Produkten. Die müssen zurück in den Kühlschrank. So, zuerst, ich habe Nürnberger gekauft. Es war auch ein spezielle Preis und die sind gut bis Juni und ich persönlich mag Nürnberger so. Meinem Mann nicht so viel, weil es ist zu deutsch und er hat genug von deutschen Produkten. Mein Schwein und ich bin Französin und ich mag einfach hier und so typische deutsche Produkte zu essen. Okay, dann, wir haben, wie gesagt, viel Wurst gekauft und wenn ich sage viel, es gibt dann drin Salami mit Wild in Kräutermantel. Wildsalami, ich weiß, weil es was anders. Ich habe immer so circa 50 Gramm, circa auch 50 Gramm. Dann Trüffelsalami, das ist für mich 25 Gramm circa, weil ja, es kostet viel. Dann Chorizo Mini Cocktail, die sind hier, weil es war eine zweite Packung, habe ich schon 5 davon gegessen und mein Mann auch ein bisschen. Ich hatte 15 genommen. Dann Italien Parmesan Kochschinken, dann Virginia Pfefferschinken. Hähnchenbrustpastete mit Spargel, das klingt interessant für mich, und Berliner Sülzwurst. So, ja. Dann, ich habe, es war auch eine andere Preise, auf den Gazzi habe ich bemerkt, so, ich habe 4 davon genommen, aber immer mit verschiedenen Geschmack. Und die haben alle, auch den Honig-Barbecue-Geschmack, nur 1 Gramm Kohlenhydrat pro 100 Gramm, so, das ist toll für mich. So, ab, so, wie gesagt, den Barbecue und, ja, Honig- und Barbecue-Geschmack. Honey wird normalerweise bedeutet Zucker, aber wahrscheinlich ist es nur ein Geschmack. Dann den Kräutergeschmack. Und hier, meine Lieblingste, den Chili-Geschmack. Und Natur. Natur ist toll auch manchmal.
Okay, ich bringe jetzt alles zurück in meinen Tiefkühlschrank und in meinen Kühlschrank und dann wir machen weiter. Weil ja, es ist sehr, sehr, sehr heiß heute und ich mache mich ein bisschen Sorge. Heute in Berlin wird 26 Grad, wo ich wohne, so sehr heiß. Gut, ich bin zurück. So, ich wollte nur kurz zeigen, es ist eine kleine Einkauf, was ich habe gemacht. Also okay, viel Pizza, aber weil es war ein guter Preis. Ja, wenn es gibt so einen guten Preis und ich weiß, dass ich habe Platz in meinem Tiefkühlschrank, ich kaufe dann viel, wenn ich weiß, dass mein Mann mag die und isst die wirklich einfach so. Er isst zumindest ein Pizza pro Woche, zumindest. Aber ansonsten, ich habe schon viel bei uns und ich weiß auch genau, was ich habe, weil jetzt mein Tiefkühlschrank, mein Kühlschrank und mein Schrank sind alle gut geputzt. Für meinen Tiefkühlschrank und für meinen Schrank, ich habe auch Liste geschrieben, wo ich weiß genau, was ich habe und wo. Mehr für meinen Tiefkühlschrank, den wo, aber für meinen Schrank, ich weiß auch, was ich habe. Und deswegen, ich wusste schon, dass ich brauchte nicht viel und ich habe nicht so viel gekauft. Ne? Es ist ein kleiner Einkauf, aber wir haben genug bei uns. Und vielleicht habe ich vor, eine Obst- und Gemüsetüte abzuholen, also probieren zu bohren, zuerst zu kaufen mit Too Good To Go, weil Obst und Gemüse im Sommer sind wirklich gebraucht. Okay, so. Ich mache jetzt weiter mit Getränk. Ich habe zweimal diese Hafergetränk, also Barista-Variant, Haferdrink, das ist für meinen Mann. Ich habe die zweimal in V-Happy, so ich denke, es ist für Vegan oder so. Und dann, es gibt einen, das schon geöffnet ist. Ich habe zweimal in den Edeka Bio-Variant. Denn Edeka ist billiger und mein Mann hat mir gesagt, dass normalerweise der Geschmack ist derselbe. Aber er war nicht total sicher. So, ich habe ihm gesagt, okay, jetzt du hast 2 und 2. Du probierst und du sagst mir, welcher ist denn beste. Weil es gibt 50 Cent Unterschied. Falls die beide sind wirklich ähnlich, dann ich werde nur den Edeka kaufen. Denn der Edeka-Variant ist billiger und dann es macht keinen Sinn, dann diese weiter zu kaufen. Okay. Ich habe vergessen, ich komme zurück mit 2 anderen Getränken. Ich habe mir ein bisschen Vegetan auf den Weg zurück gegeben. Diese Montessori-Turme für meinen Jungen. Es tut ein bisschen weh. Es wird okay. Ich werde es überleben. Okay, so für meinen Mann. Ich habe einmal Fassbrause gekauft. Es war keine Preise, aber ich dachte mir, hey, er braucht Getränke, er mag Getränke. Und für mich, weil es ist jetzt Sommer und im Sommer, ich mag wirklich einfach Cola Light oder so zu haben. So Cola Zero hier mit Vanillegeschmack. Einfach und ja. Dann weiter. Ich habe einen Ketchup gekauft von, das gemacht auf Xylit. Die nennen es Xetchup, denke ich. Ich habe es probiert, es ist nicht so lecker. Und das ist eine kleine Flasche, so wenn es wird dann endlich zu Ende gegessen, das wird dann das letzte Mal, dass ich kaufe es und ich mag wirklich besser diesen von Werder. Er hat keine richtige Zucker drin und der ist lecker. Und er hat pro 100 Gramm 8,5 Gramm Kohlenhydrat, aber wer ist 100 Gramm Ketchup direkt? Ich nicht. Wenn immer ich esse es, ist es nur 20 Gramm, 25 Gramm oder so. So, das macht das dann nicht so viel am Ende, das macht 2 Gramm hier und so. Wenn ich kann es mir gönnen, dann ja. Und der hat einen tollen Geschmack. Mein Mann hat es auch probiert und er mag es auch. Weil normalerweise mein Mann hasse Produkte mit, die haben einen Zuckerzusatz oder so. Er hasst es. Aber hier mag es. So, das ist jetzt unser Ketchup. Und dann weiter mit Gemüse. Ich habe keinen Obst gekauft, weil wir haben immer noch viele Birne. Und naja, heute nicht so viel mehr, weil mein Junge hat viel davon gegessen. Aber bald werde ich nochmal Obst kaufen. So, ich habe Lauchzwiebeln gekauft. Es riecht sehr, sehr stark, aber es ist so lecker. Dann ich habe 2-mal Salatgurke. Es waren 49 Cent pro Stück. Letzte Woche bei Aldi war cheap, war billiger. Es war 39 Cent, aber es war letzte Woche und es war ein Rabattpreis, also ein spezieller Aktionpreis und ja, nicht mehr. Und ich habe 3-mal Zucchini gekauft. So ja, wie gesagt, das war ein kleiner Einkauf und das ist jetzt alles für mich. So am Ende, ich habe so viel bezahlt. Ja, ich kann mich nicht gut erinnern, welche Nummer gibt es inzwischen meine Hände. Und ja, ich bin jetzt fertig und falls ihr habt diese Video gemacht, über ein Like, ein Share, ein Comment würde ich mich wirklich freuen. Und falls ihr habt kein Abo auf meinem Kanal und ihr mag einfach meinen Typ Content, ich würde mich wirklich, wirklich, wirklich freuen auf
ihre oder eure Abo. Ich weiß nicht, welche Form ich muss benutzen. Es ist immer schwer für mich zwischen ihre, eure. Eure ist Plural. Ihre ist... tut mir leid, es gibt jetzt Lärme. So, ich bin am Ende dieses Video. Ihre ist denn du, aber mit sie Variant. Das ist ein sie und deine Abo. Ich weiß nicht, ob ich sollte dein oder sie sagen. Ich habe Respekt, so ich sage sie. Aber du hast auch Respekt. Ich weiß nicht mehr, wie. Aber ja, das ist die Ende dieses Videos und es hat mich gefreut, es zu filmen. Endlich, weil ich wollte es schon gestern filmen, aber es war so viel Lärm in meinem Gebäude. Könnte ich nicht. Aber jetzt, ich habe es gefilmt und ich bin sehr zufrieden. Und ich sage jetzt endlich Tschüssi. Ich mache es ein bisschen lang für YouTube, so ich kann meine Dinge hier und so haben. Tschüssi.